Hey Leute, hier ist der Crypticon und ich werde den Anfang des Videos aus Germis Sicht sprechen und ab jetzt wird aus Germis Sicht gesprochen werden. In diesem Geburtstagvideo geht es um den Let's Player Rubinischara, auch bekannt als Caleb. Ich muss echt sagen, Caleb, du bist für mich einer der sympathischsten YouTuber, die ich kenne. Bei den Top 3 wärst du locker dabei und du bist einfach eine gechillte Person, die ein sehr großes Herz hat. Ich habe alle deine FAQ-Videos gesehen und da hat sich das Ganze auch echt nochmal bestätigt. Auch von Jesse höre ich sehr viel Positives und von dir, und du bist ja auch schon ein Vorbild für mich. Wie du deinen Kanal handhabst auch. Du hast sehr wenig Freizeit, bringst trotzdem sehr viele Videos und in diesem Aufwand schätze ich das echt sehr an dir. Und wenn mal ein Let's Play schlecht läuft, siehst du es durch, weil du am Ende immer noch ein paar damit unterhalten kannst und die Views sind bei dir auch eher Nebensache. So scheint es mir halt zu sein. Wenn ich nur sehe, bei Release Displays lässt du zum Beispiel vielen anderen den Vortritt. Sonst bringst du auch seit einiger Zeit längere Parts, was ich super finde. Ich habe auch mal bei einem Livestream von dir und Jesse reingeschaut und du konntest mir da ein Lächeln zaubern, dass du beim Stream so glücklich ausgesehen hast. Und das allerletzte noch. Ich finde es gut, dass du wie Domi auch vom Assi-Commentary dich in erwachsenen LPs benimmst. Ich genieße echt jedes Let's Play von dir und ich bin sehr froh und stolz auf dich, dass du nach so vielen Jahren immer noch hier auf YouTube vertreten bist und dich nur zum Positiven geändert hast. Du bist echt ein Vorbild für mich. Ja, und mit diesen Worten muss ich mich Gamey auch wirklich anschließen. Ich als Crypticon sehe das nämlich auch ähnlich, weil ich finde, bei dir erkennt man das nämlich sehr gut und das ist auch eine Funktion, die, finde ich, das sieht man echt immer oft auf YouTube, dass man bei einem erkennt, dass man YouTube wirklich aus Spaß betreibt. Weil ich finde, wenn man das so sieht, man sieht es einfach in jedem Video, du bringst die regelmäßig, du bringst Release-Games, obwohl 10.000 andere auf YouTube machen und du weißt genau, dass deine Videos vielleicht schlechter geklickt werden als die von anderen, aber was sagen Zahlen schon aus? Bei dir geht es um die Community, dass ein, zwei Leute zuschauen, das war jetzt übertrieben gesagt, aber du weißt, wie ich das meine, wie bei Germi, wie er es gesagt hat. Du hast ja Leute, die zuschauen, ich habe auch die Kommentare gesehen und das sind echt so eine gute Community, die du aufgebaut hast, jetzt wirklich was Eigenes und das ist wirklich super, wo du damals bei Nintendo als Co-Commentary dabei warst und jetzt etwas Eigenes aufgebaut hast. Das finde ich einfach richtig gut und das einfach durchziehst. Egal wie viele es sind. Und ich meine, was sind Zahlen? Also das Menschliche geht natürlich vollkommen vor und das sehe ich bei dir und bei deiner Freundin Jessie auf jeden Fall auch. Großes Lob an euch und dir, Caleb, einen wunderbaren Geburtstag. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Und die Zeit wird wahrscheinlich hoffentlich für dich sehr schön noch sein mit der Familie und deiner Freundin Jessie. Und ja, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Das war mein Wort vom Crypticon und jetzt kommen die anderen. Hey Rubinischara, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag zusammen mit deiner Freundin, wurdest reichlich beschenkt und hattest vor allem sehr viel Spaß. Kennengelernt habe ich dich damals durch irgendeinen Part, wo du mitkommentiert hast bei Domtendo. Und es war wirklich immer cool, wenn du dabei warst. Vor allem diese Parts sind sehr lustig geworden. Ich erinnere mich da an Sachen wie Pokepark Wii oder Donkey Kong Country. Die waren wirklich sehr, sehr cool. Ich muss aber zugeben, dass ich dich leider nicht so extrem aktiv verfolge. Aber dennoch habe ich ein paar Projekte von dir gesehen. Und vor allem die Together-Projekte zusammen mit Jessie haben mir sehr gut gefallen. Wie New Super Mario Bros. U, Mario Party natürlich. Und jetzt auch neuerdings Super Princess Peach. Die sind wirklich sehr unterhaltsam und auch vor allem wirklich lustig. Was ich aber am meisten an dir schätze, ist dein Charakter. Ich glaube, du bist ein wirklich sehr guter und treuer Freund und jeder, der sich zu deinen Freunden zählen darf, kann sich wirklich sehr glücklich schätzen. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, denn du bist ein toller Typ. Bleib so, wie du bist. Hallo, auch an den Rubinischara geht von meiner Seite ein nachträgliches alles Gute zum Geburtstag. Und was hat mir 2015 am meisten bei dir gefallen? Naja, das war natürlich der Start der Pokémon Perl Nuzlocke Challenge, wenn auch etwas später im Jahr, also circa so gegen Dezember. Dennoch ist es ein wunderschönes Projekt, was mich auch direkt gleich zum nächsten Punkt bringt, nämlich das Lieblingsprojekt, also was ich finde, was das Lieblingsprojekt von Rubinischara ist. Und zwar hätten wir hier wieder Pokémon Perl. Es ist ein wunderschönes Projekt mit Abwechslung und mit Spaß und Unterhaltung in jeder Folge. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen traurig war, als das Projekt jetzt wirklich vor kurzem zu Ende gegangen ist.
Trotzdem möchte ich Danke sagen, dass du dieses Projekt bis zum Ende durchgezogen hast, also bis zum goldenen Trainerpass. Und möchte nochmal betiteln, dass das meiner Meinung nach das beste Projekt auf seinem Kanal ist. Hier spielt mir auch wieder die Zeit nicht ganz in die Karten, weshalb ich nochmal alles Gute zum Geburtstag nachträglich an dich sage. Hab noch einen schönen Tag, feier schön. Bis denne und ciao. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich, Rubinischara. Mein Lieblings-Let's Play im letzten Jahr von dir war definitiv Mario & Luigi Superstar Saga. Ich habe mir bei eigentlich jedem Part bis ins Hemd gelacht. Das war einfach so mega witzig und deswegen habe ich auch Best-of dazu gemacht. Und wo du ja auch geantwortet hast. Und naja, Pokémon Blattgrün fand ich auch mega interessant von dir, weil deine Art Pokémon zu Let's Playen, die macht auch nicht jeder. Und generell, deine Videos finde ich einfach immer mega informativ und du bist eigentlich auch immer derjenige, der mich persönlich zum Lachen bringt, wenn es mir mal nicht gut geht oder so. Kennengelernt habe ich dich damals beim Let's Play Paper Mario 2 von Domtendo, weil du da ja auch sehr oft als Co-Kommentator dabei warst. Und dann habe ich mir deinen Kanal mal angeguckt und fand auch diesen ziemlich unterhaltsam und hab mir auch direkt einige Videos eingezogen. Und ja, alles Gute nachträglich nochmal. Hallo, hier ist Avocado und ich wollte in diesem Video von Dermi, Rubinischara bzw. Caleb nochmal alles nachträglich zum Geburtstag wünschen und auch noch erzählen, wie ich ihn auf YouTube gefunden habe. Das war vor allem durch den Kanal von Nintendo, wo er immer eine Zweitsprecherrolle hatte. Also er hat zusammen mit Nintendo eben über die Spiele gelabert und ja. Später, ich glaube, das war sogar erst 2 Jahre später oder so, also als ich 15 war, so noch gar nicht so lange her zugegeben, habe ich herausgefunden, dass er seinen eigenen Kanal hat und habe mich dann darüber auch informiert und ihn dann eben gefunden, eben den Kanal Rubinischara. Dort habe ich ebenfalls herausgefunden, dass er das Spiel Xenoblade Chronicles Let's Play hat, was mir sehr gut gefallen hat, was auch ein weiterer Grund, warum ich ihn abonniert habe. Er macht seinen Job einfach gut und ja, ich hoffe, dass er auch lange Let's Plays weitermachen wird. Und ich wünsche dir auch nochmal alles Nachträgliche zum Geburtstag, Caleb. Und wünsche dir weiter alles Gute und so. Ciao. Einen schönen Tag, lieber Caleb. Ich hoffe, du hast schön gefeiert und ich wünsche dir nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ich schaue dich auch schon sehr lange. Ich weiß nicht genau, ob ich dich 2010 oder 11 entdeckt habe. Auf jeden Fall irgendwas mit Domi. Entweder war es irgendein Sunshine Galaxy Part, wo du der Co-Moderator warst. Aber ich glaube, es war 2011 bei dem Pokémon Weiß 1 Together. Wo ihr auch ein ziemlich cooles Team hattet. Mein Favorit aus eurem Team war übrigens das Zebra, Edelzebra, glaube ich. Flash hieß es, glaube ich, in eurem Together. Das war mein Favorit, aber darum geht es jetzt nicht. Denn... ja, du hast Geburtstag und nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute nachträglich. Ich schaue bei dir auch sehr gerne diese Themenparts, also diese Themenvideos von dir. Die sind jetzt in letzter Zeit leider ein bisschen weniger geworden. Dafür muss ich aber sagen, die sind deutlich qualitativer und hochwertiger verarbeitet, oder? Als damals? Kommt mir das so vor? Ich meine schon. Was ich auch sehr gerne bei dir schaue momentan sind die Pokémon-Perl-Parts, vor allem die Themenparts. Weiß nicht, du kannst einfach gut über Themen reden, ne? So, du bist sehr sachlich, du vertrittst deine Meinung und bringst gute Argumente, das gefällt mir. Ja, ich hoffe, ich kann dich noch ein weiteres Jahr begleiten und dass du so bleibst, wie du bist, denn du bist ein super Let's Player. Nochmal alles Gute, schönen Tag noch! Happy Birthday, Caleb. Ich bin Dragonmon und ich werde erzählen, warum ich deine Videos schaue. Als ich bei Domi anfing, Let's Plays zu gucken, warst du eigentlich schon in den ersten Parts dabei. Ich wusste zwar am Anfang noch nicht, wie dein Kanal heißt und wer du eigentlich bist, aber später fand ich es dann durch die Kommentare heraus. Ich fing dann an, auch deine Videos zu gucken. Ich fand dich von Anfang an gut, weil ich deinen Humor ziemlich lustig finde. Zum Beispiel in Super Princess Peach fand ich den ersten Part sehr, sehr lustig. Solche Trash-LPs sind bei dir immer was Gutes. Außerdem finde ich es ziemlich gut, dass du in jedem Let's Play die Informationen zu dem Spiel und den Ingame-Sachen raushaust. Vor allem die Pokémon-Let's Plays sind sehr informativ. Für jemanden wie mich, der nicht so viel von Pokémon weiß, ist das ziemlich cool, weil ich damit auch noch Vorteile im Spiel bekomme. Die Mario Party-LPs finde ich auch sehr unterhaltsam, weil es einfach lustig ist zu sehen, wie du dich mit Jessie immer streitest.
sieht einfach, dass du dir Mühe bei jedem einzelnen Part gibst. Mach weiter so. Lieber Rubinischara, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Gesundheit und Erfolg und Spaß auf YouTube. Das LP, was mir am meisten gefallen hat in den letzten Monaten, war dein Together mit Jesse von VU Party. Ich finde, dass du auch ein sehr einzigartiger YouTuber bist, da du sehr sympathisch bist und die Gabe hast, Leute mit deinen Videos glücklich zu machen. Deswegen wünsche ich dir noch sehr viel Erfolg auf YouTube, viel Gesundheit und dass dir ein weiteres Jahr sehr gut geht.